Wie schon vermutet, der Oktober 2022 ist ein Rekordmonat. Er war der bisher wärmste seit Beginn der Aufzeichnung. Mit über 12,5 Grad Mitteltemperatur schlägt er den bisherigen Rekord Oktober 2001. Und zudem war es auch noch überdurchschnittlich sonnig. Sonnig ging es heute auch in Bayreuth in Oberfranken in den Tag. In Lübeck gab es hingegen passend zu Halloween ziemlich gruseligen Nebel. Heute Nacht ziehen dann von Westen her dichte Wolken auf, die auch Regen mit sich bringen. Dieser Regen weitet sich bis zum Morgen dann etwa in die Mitte aus. Ganz im Osten und im Südosten bleibt es noch aufgelockert und trocken. Dort sinken die Temperaturen dann auch auf 9 bis 4 Grad. Im Westen sind die Tiefstwerte zweistellig. Die Regenwolken sausen dann morgen quasi über uns hinweg und sind schwuppdiwupp im Osten und im Südosten angekommen. Dahinter lockert es dann schon wieder auf. Der starke Wind im Nordwesten, der pustet die Wolken sozusagen wieder auseinander. Ja, und der kommt vor allem an der Nordsee ganz schön ruppig daher. Stürmische Böen mit 60 bis 70 km/h sind keine Seltenheit. Es ist zwar noch mild, aber definitiv nicht mehr so sehr wie die letzten Tage. Das Thermometer zeigt nur noch ganz im Osten Werte nahe 20 Grad. Sonst liegen wir überall drunter. Ja, und damit wären wir auch schon beim Trend für die nächsten Tage. Hier exemplarisch mal München. Von den 17 Grad morgen bleibt dann am Wochenende nicht mehr viel übrig. Es wird einstellig, was auch der Jahreszeit entspricht. Und es kommen vor allem am Freitag Niederschläge auf. Danach geht's mit den Werten dann schon wieder nach oben. Lassen wir uns vom November überraschen.